Ja, das ist noch keine Pause? Was keine Pause? Was mich natürlich, was mich sehr interessiert, ist eine Situation, die du, warte mal, bis der eingeparkt hat. Ich biete dir nochmal die Stille an. Nein, ein großes Idol, deine Buch steht, glaube ich, sogar deine erste große Liebe ist, war David Bowie. Ja, unbedingt. Auch meine, deine erste Platte war Ziggy Stardust. Ja. Meine war Ashes to Ashes. Aber echt? Oh, wow. Was ist mit dir passiert denn? Das war alles ganz gut gemacht. Das ist ein falscher Arm, denke ich. Nee, und du hast, konntest ihn ja auch irgendwann interviewen und hast ihm aber vorher einen Brief geschrieben, wo du ihm geschrieben hast, wie wichtig er für dich war, als du jung warst. Und dann hat er dir aus deinem Brief vorgelesen. Yeah. Ist das nicht eine total peinliche Situation? Nee, peinlich nichts, weil ich meinte das ernst. I mean, für mich war das so. Ich war Teenager und für mich, David Bowie, Ziggy Stardust, war der Einzige, sozusagen, der hat in der Öffentlichkeit gesagt, dass er bisexuell ist. Ich bin zum Konzert gegangen und das war das erste Mal, dass ich irgendwie Leute gesehen habe, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich gehöre irgendwie zu dieser Schiene. Das war irgendwas, weil ich habe mir gedacht, ich bin allein auf der Welt. Ich bin der Einzige, der dieses Gefühl hatte. Ja. Das war in den 70er Jahren. So, es ist irgendwie anders wie heute. Und für mich war es ein ganz wichtiger Schritt. Und das habe ich irgendwie geschrieben, dieses Brief. Und dann in 94, denke ich, habe dieses Interview für Viva gemacht in London. Und als er reinkam, hat er dann zitiert aus dem Brief. Und er war sehr stolz drauf, dass er diesen Beeinfluss hatte. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass als Popstar Leute zu beeinflussen in einer positiven Art und Weise, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und, ja, nö, und das glaube ich auch. Ja, das finde ich auch schön. Also, aber also, da kommt so jemand rein mit David Bowie und liest dir dann vor, was du ihm geschrieben hast. Da würde ich mir denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und dann hat er mir geklagt. Ja. So, und dann waren wir MTV. War dann irgendwann hast du gesagt, ja, jetzt ist das ja gar nicht mehr so schön hier. Oh, es war zwei Seiten. Es war auch die wollten nicht mehr, dass ich moderiere. Die haben gesagt, dass ich irgendwann auch off-camera kommen muss. Ich sollte einen Nachfolger irgendwie finden. Und gleichzeitig war das auch, vor zwei Jahren vor ich MTV verlassen habe, wollte ich auch weggehen. So es war auch irgendwie von beiden Seiten die Interesse bestätigt werden. Weil es zu kommerziell geworden ist? Oder? Nee, ich habe mir gedacht, dass wir wollte nicht out werden bei einem Musiksender, weil ich fand das irgendwie peinlich. Nee, ich fand das total peinlich, weil es gibt Leute in England, weiß nicht, ob Deutschland es gibt, aber es gibt Leute in England, die immer noch Radio machen, die irgendwie zwischen 70 und 80 sind und versuchen, hey, nimm noch Young und diese Stimme zu haben. Hey, yo, hey, yeah, buddies. Ja, yeah, yeah. Ich habe mir gedacht, nee, das, bei mir, das wär so peinlich, das mag ich nicht. Ja, und dann bist du zum Verräter geworden. Was ist das, meine? Hey, yo, hör mal, Steve, dann bist du zum Verräter geworden. Und bist zu Viva 2 gegangen. Ja, gute Entscheidung, oder? Gute Entscheidung. Da war alles scheiße bis aufs Logo, oder was? Ich glaube, es war alles scheiße. Ja, das Problem war, ich habe was gesucht damals und ich glaube, es gibt einen ganz tiefen Grund, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, dass ich mein ganzes Leben, kommt der psychologische Teil jetzt, ich glaube, dass ich habe eine Suche auf eine Vaterfigur, eine Vaterfigur gemacht. Weil mein Vater war nicht irgendwie dabei, mein ganzes Leben. Und ich glaube, dass Goonie hat eine Rolle als Vater für mich gespielt. Und irgendwie, denn wenn ich nachhinein das betrachte, ich würde sagen, dass ich habe den der falsche Vater gesucht. Natürlich, weil ich habe ja, den falschen Vater gehabt. Und dann hatten wir Streit und ich konnte gar keine Entscheidung treffen. Und der Sender war für mich, das war der Anfangszeit von dem Sender, weil war für mich total scheiße und hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich bin auch gar kein Manager. Das ist auch ein Punkt. Mhm. Es ist auch, ich nehme auch selber Schuld. Und, aber auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht, dass Goonie den Platz gegeben hat, dass irgendjemand was schaffen könnte. Ja. Das war auch der Punkt. Gut, also Vater falsch, Job falsch, dann kann ja nicht funktionieren. Ja, aber Land, richtig. Ein Entscheiden war gut. Ja. So, und dann bist du hier geblieben, ne? Du bist damals wegen Viva hier hingezogen und seitdem bist du hier. Ja. Die erste Zeit war ganz, ganz schrecklich. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe Deutschland gehasst, weil Deutschland für mich war Viva.
Und ich habe diesen Job gehasst und ich habe die Zeit gehasst. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich habe gar keine Verbindung zum Deutschen. Aber Deutschland war das Land, wo ich in den Spiegel anschauen musste und mich ändern musste. Und deswegen habe ich eine ganz enge Verbindung jetzt in Deutschland. Und natürlich, alle meine Freunde sind hier und ich habe, you know. Mit Musik hast du abgehakt. Mittlerweile mehr oder weniger. Du hast alle deine Platten verschenkt. Ja, das habe ich gemacht. Es war der einzige Fehler in meinem Leben, denke ich. Nee, weil ich musste das merken, meine Vergangenheit hinter mir zu haben. Und inzwischen dann habe ich auch angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und für mich dann Filme waren irgendwie wichtiger. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich bevor ich ins Universität wiedergegangen bin, weil ich habe ein Master als Drehbuchautor studiert. Und bevor ich das gemacht hatte, habe ich mir gedacht, okay, ich schmeiße alle Platten weg und dann habe ich Platz, irgendwas Neues zu merken. Ich meine nicht den Platz, sondern den Platz in meinem Kopf natürlich. Und habe ich gemacht. Und das hat wirklich funktioniert. Aber dann heute zum Tag denke ich, shit, was habe ich gemacht? Auch die Zoe-Platten? Alle weg? Ich habe alles weggeschmissen, ja, alles. Weggeschmissen oder verschenkt? Verschenkt. Ja, verschenkt. Der Typ hat alles verkauft. Natürlich. Immer noch bei eBay wahrscheinlich, oder? Vielleicht habe ich ja welche. Kann sein. Ja, Drehbuchautor, hast du schon gesagt. Das ist ja jetzt, ich sag ja, ich formuliere es mal vorsichtig so. Nee, direkt. Liebe direkte Frage. Als Drehbuchautor hat man es ja genauso schwer oder hat man ja, wird einem ja genauso reingeredet wie im Musikbusiness als Musiker. Oder nicht? Ich glaube, dass ja, Fernsehmoderator, Drehbuchautor, Autor und Formatentwickler hat man gar keine Chance auf der Welt. Nee, relativ geringe Erfolgschancen. Ja, natürlich, aber es geht nicht um Erfolg, oder? Es geht um was man Liebe macht. Und ja. das macht man glücklich. Aber okay, fast nie. Aber ist es nicht so, dass, ich meine, keine Ahnung, MTV, Viva, da hat dir das nicht gepasst, so von wegen den Restriktionen, die dann plötzlich kamen? Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch, ja, nee, das ist auch eine interessante Frage natürlich, weil ich liebe Freiheit zu machen, was ich machen will. Ich habe auch mit dem Buch, ich habe auch ein bisschen, ein kleiner Streit gehabt, wegen in dieses Zweikapital über Viva muss ich Änderungen machen, wegen was der Anwalt von Lübbe sagt. Ja. Und ich habe das gehasst, natürlich. Klar. Für mich war das irgendwie der große Schwachsinn der Welt, weil ich will schreiben, was ich schreiben will. Aber natürlich, es gibt auch Rechte und ich darf niemanden wirklich beleidigen. So das war auch, ich wollte eine Geschichte erzählen und musste ich auch einige Dinge ausnehmen. Das war auch ein Problem für mich. Ja, die Freiheit will man haben, aber man muss auch in der Realität bleiben. Für mich, das ist wichtig, für mich einen Entwurf selber zu schreiben und was man macht nachher ist nicht ganz egal, aber ich habe nicht so viele Probleme darüber. Nee, aber man will ja dann davon auch leben und dann muss man ja die eine oder andere Einschränkung dann machen. Ich sehe das eigentlich, wenn man diese gute Idee hat und davon überzeugt ist, dann kann man da nachher ja immer noch dran rumdoktern. Aber das ist vielleicht der Vorteil beim Schreiben, da hast du den langen Vorlauf alleine für dich, oder? Yeah. Der einem dann auch so gut tut und man sagt, haha, jetzt hier, Krone der Schöpfung. Und irgendwann kommt der Autor-Cut. Was ist denn das Nächste, was wir von dir nach dem Buch, was kommt als Nächstes? Ich schreibe zwei an zwei Ideen jetzt. Ich denke, einer wird ein Drehbuch. Ich fange an, immer ein Buch zu schreiben. Immer das als Buch, nicht als Drehbuch, direkt als Drehbuch. Mhm. Weil man findet mehr über die Charaktere aus, wenn man schreibt den Ganzen und die Backstory und alles und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich habe die Idee über einen Fernsehmoderator, der nicht echt ist, zu schreiben. Und es ist eigentlich wie mein Leben ausgegangen wäre, hätte ich nicht irgendwie diesen Selbstfindungsprozess gehabt. So, was wäre denn passiert? So eine ganz miese, harte ganz miese Geschichte, ja.
Rock'n'Roll Suicide. Rock'n'Roll Suicide. Das ist schon wieder was hoch. Ja, ja, natürlich. Ich habe drei Fragen zum Schluss, die ich allen stelle. Ja. Auf welche technische Errungenschaft könntest du am ehesten verzichten? Physik bedeutet, dass ich nicht brauche. Dass du es nicht brauchst? Fernsehen. Fernsehen. Welche Schlagzeile möchtest du nie über dich lesen? Ehrlich gesagt, ich habe eins gehabt in Griechenland. Das ist eigentlich übersetzt war, Steve Lane kommt nach Griechenland. Ich komme nach Griechenland, weil ich AIDS habe und ich würde dann von AIDS hier sterben. Irgendwas in dieser Richtung, dass ich komme nach Griechenland zu sterben. Geile Schlagzeile. Yeah. Ich habe gedacht, wo kommt das her? Ist das irgendwie bescheuert? Und ich habe gedacht, yeah, okay. Ja, okay, irgendwie, ja. Internet-Übersetzungsmaschine wahrscheinlich. Ja, dass ich verheiratet bin und zwei Kinder habe. Okay. Und welche Superfähigkeit hättest du gerne? Oh, dass ich ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit gehen konnte und meine Plattensammlung behalten. Dass ich die nie wieder weggebe. Das würde ich haben. So irgendwie wie heißt das? Zeitreise, ja. Yeah. Ja, aber nur Vergangenheit. Ja, ich denke, Zukunft vielleicht nicht. Nee, will man nicht wissen. Ja. Aber Vergangenheit nochmal so. Nächstes Sommer. Nächstes Sommer wäre gut. Okay, jetzt brauche ich noch einen kleinen persönlichen Gefallen. Sag mal Eichhörnchen auf Englisch. Die kleine Tiere. Squirrel. Dankeschön! Squirrel. Warum? Ja. Problem. Steve, Dankeschön. Nein, ist nur ganz privat. Dankeschön, hat mich super gefreut. Warte mal. Squirrel? I see you soon. Ja, mein Gott, ja, Dankeschön.